11, 5, Games and Match. Du kannst Tanzanz auf Green 2 von Games 2-0. Danke. Es steht da 0 zu 4, aber bis auf den letzten Satz hat man irgendwie schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da mehr drin war, oder? Ja, ich meine, das Ergebnis war am Ende auf dem Papier doch ziemlich klar, würde ich sagen. Aber der erste Satz war 10-10, der zweite war 7-7, der dritte war 8-6 für mich. Am Ende, klar, ist es der Unterschied, er ist ein Top-Mann. Da verliert man die knappen Sätze, gegen einen etwas schlechteren gewinne ich die wahrscheinlich. So funktioniert ein bisschen auch der Sport, aber ja, am Ende trotzdem schade. Ich habe jetzt ein, zwei Chancen vielleicht ja nicht unbedingt liegen lassen, aber er hat, ich glaube, sehr, sehr präzise gespielt, vor allem in den wichtigen Situationen, weil er sehr konzentriert und sehr präzise und genau in seinem Plan. Und ich, ja, da werden die Millisekunden Zweifel, die man da vielleicht hat, werden da eiskalt ausgenutzt, und das hat er heute schon gut gemacht. Aber am Ende ist es halt schade, dass ich von den ersten drei Sätzen nicht einen zumindest gewinne, damit das Spiel ein bisschen anders aussieht. Im vierten spielt er dann einfach zu locker. Du hast noch nie gegen ihn gespielt, aber du kennst ihn natürlich sehr gut. Gab es denn jetzt im Spiel irgendwas, was dich besonders überrascht hat? Eigentlich nicht. Ich hab tatsächlich erwartet, dass er noch ein bisschen mehr Qualität hat. Aber ich meine, okay, ich habe 0-4 verloren. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass er keine Qualität hat. Aber das war schon, ja, er spielt halt mit einer unfassbaren Präzision, mit einer sehr guten Platzierung, mit einer guten Ruhe und Übersicht auch. Ich glaube, das sind so die Merkmale, die ihn auszeichnen. Was man halt im Internet sieht, ist, wie er die Dinger durchzieht auf beide Seiten. Und wie schnell er sich da bewegt, das gab es auch ein, zwei Mal, aber das ist jetzt gar nicht so das Entscheidende gewesen, sondern eher die Präzision im Aufschlag-Rückschlag-Bereich, und das hat mir heute schon sehr weh getan, ja. So, jetzt steht ein Achtelfinale im Einzel, zwei unglückliche, ja, aus in den Doppelwettbewerben. Was ist so dein Resümee, deine Bilanz hier in Dörben? Ja, Schlussstrich war das doch eigentlich ganz in Ordnung noch, das Einzel. Ja, ich habe jetzt mein Soll erfüllt, sage ich mal, als Zehnter Welt bin ich ins Achtelfinale gekommen. Ich glaube, da gab es vielleicht zwei bis drei Spieler im Tableau, gegen die ich hinten bin. Unter anderem einer davon ist Fan Zhendong. Ich glaube, gegen alle anderen habe ich am guten Tag echt gute Chancen, noch weiterzukommen. Dementsprechend war die Auslosung da auch nicht optimal, sage ich mal. Wenn man gegen die 1 der Welt spielt, zu einem 8. Finale leider. Aber gut, ich meine, wir sind hier bei der WM. Da hat man als 10 der Welt auch nicht mehr viel zu melden. Doppel, dann auch ja, unglücklich natürlich verloren in der ersten Runde. Habe ich auch vorhin schon gemeint, das ist natürlich auch nicht perfektes Format. Mit Best of 5 direkt. Da wurden wir leider ein bisschen überrollt mit 0-2. Da sind wir eigentlich noch gut zurückgekommen, haben es leider auch noch verloren. Im Mix genau das gleiche. Super Spiel gemacht eigentlich. Da waren dann zwei, drei ja, schöne Bälle von unseren Gegnern dabei, die es vielleicht das Spiel uns gekostet haben. Und sonst, genau, sonst hätten wir eigentlich echt weit kommen können in jeder Disziplin. Vor allem, was mir wehtut, ist halt das Doppel, weil es auch der Start war. Aber wie schon gesagt, das kann halt auch mal passieren. Das gehört bei einer WM dazu, wenn man bei drei Disziplinen spielt. Wenn man in Anbesicht der Sachen betrachtet, mit was für einer Vorbereitungszeit wie alle und vor allem ich hier angereist bin, und wenn ich mich dann noch für drei Disziplinen vorbereiten muss, dann kann ich es gleich runterbrechen, dass ich bei welcher Disziplin am wenigsten trainiert habe, ist wahrscheinlich dann Doppel und Mix gewesen, weil ich dann einfach so schon kaum Zeit für Training hatte, und es ist am Ende halt ein bisschen schade für eine WM, aber ist auch ein bisschen dem Terminplan dann mit allem drumherum geschuldet. Ja. Danke dir.